Ja Leute, hallo und recht herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Security Passion. Es ist ja der 1.12. und ich möchte einen Adventskalender für euch machen. Wieder vom 1. bis 24. jeden Tag ein Video. Und was mir ganz wichtig ist, ja, ich habe lange überlegt, wie kannst du viel Mehrwert schaffen. Das eine wird sein, ich habe ungefähr 15 Zertifikate auf meiner Liste, was ich machen werde. Alle, die ich bisher geschafft habe, beziehungsweise noch im Dezember unterbringe, review ich euch 100% ehrlich, ja. Und gebe die Tipps, wie man sie bestehen kann, beziehungsweise wie man sich vorbereiten kann. Heute starten wir ganz simpel, weil ich sag mal so, willst anfangen, fängst mit Junior an, dann kommt der Professional, dann kommt der Extreme, zum Beispiel, jetzt wenn wir Elon Security hernehmen, ja. Sprich, machen wir schon in der richtigen Reihenfolge. Das ist das eine. Also, ihr werdet zu mir relativ viele, sag ich jetzt mal, auch ausführliche Videos in den nächsten 24 Tagen genießen dürfen. Hoffe, es bringt euch Mehrwert. Für mich ist wirklich wichtig, ich werde über viele Zertifizierungen und Kurse gehen. Werde aber ein paar Sachen, was ich noch nicht spoilern will, auch noch zeigen, die dem einen oder anderen sehr gut gefallen werden. Und das andere ist, habe sehr lange überlegt, jetzt haben wir den Black Friday Deal gehabt, aber ich habe mir dann gedacht, schau, es ist jetzt kurz zu Weihnachten, mach noch ein kleines Weihnachtswunder für den einen oder anderen, der sich so eine Schulung nicht leisten kann, dass wir noch ein paar Mal Prozente geben, beziehungsweise ich habe zwei Angebote, sagen wir es so. Das eine ist 40% Rabatt auf unser Mentoring, wenn man es sofort nimmt. Oder das andere ist nur 30% Rabatt, dafür die Zahlung erst nach Weihnachten. Warum? Relativ simpel. Dann kann man sich das Geld aber für Weihnachtsgeschenke aufsparen, kann auch zu Silvester voll abfeiern und kann dann im neuen Jahr frisch reinstarten. Natürlich, derjenige, der das nimmt und sagt, er zahlt es im Jänner, darf trotzdem jetzt schon starten, als er sich beworben hat. Ja, das ist natürlich sozusagen ein kleines, sagen wir mal, Weihnachtsvorgeschenk. So, jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema. EJPT, Junior Penetration Tester. Pass auf. Es ist wirklich so, am Markt ist der OSCP, dann der CEH und dann der Pendes Plus irgendwie noch immer am meisten etabliert. So. Meine Meinung kennt man, ich wiederhole es nochmal mit CEH, auch wenn ich hier an Zertifizierung. Geht so, ich mache ihn trotzdem, ja. Und ja, ich mache auch ein Practical nach, aber ist nicht so, wo ich sage, okay, ja, jetzt wissen wir, dass du technische Skills hast. Pendes Plus dasselbe. Sprich, nur durch ein Multiple-Choice-Quiz, woher sollst du denn wissen, ja, was du in der Realität magst? Also, sorry, ja. Natürlich, man kann jetzt argumentieren, du hast dann das Fachniveau und stimme ich zu. Thema OSCP ist für mich, sei jetzt mal, wie soll man es am besten erklären? Es ist eine Zertifizierung, die definitiv in meinen Augen es wert ist, ja, dass die Leute dich damit hoch anerkennen. Das definitiv. Und es ist der beste Human Resource Builder, den es am Markt gibt, sprich. Wenn du einen OSCP hast, bist du ein Pendes, also in die Richtung. Ja, und kriegst relativ gute Jobs. Der Cyberman, der sagt, ich meine, das kannst du nicht 100% übersetzen, weil die Amerikaner sind, ein 100.000 US-Dollar-Job ist nicht wie ein 100.000-Euro-Job. Ja, weil die zahlen keine Sozialversicherung und so weiter. Also bei denen funktioniert das anders. Aber er hat gesagt, der OSCP hat ihn in einen 100.000-Euro-Job gebracht. Er ist ähnlich wie ich, seit seinem Zertifizierung aufgestellt, fast alles von Elon Security. Er hat fast alle CompTIA, wo ich ganz ehrlich sage, ich würde sie nicht machen. Ich mache nur einen Pendes Plus, vielleicht einen Security Plus, vielleicht einen Caesar und Casper oder wie der heißt. Muss man mal schauen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich von Multiple Choice nicht viel finde. Er hat aber so ziemlich alles von Elon Security, was Pendes Ding angeht. Und ja, und da kann ich nur sagen, muss jetzt ehrlich sein, OSCP, was stimmt, ist, dass er wirklich, wirklich gut den Skill Exploitation schult. Buffer Overflow ist für mich so ein Thema, du hast es bei der Prüfung, aber es ist nicht auf dem Niveau, wie es eigentlich sein sollte, weil ein XP-Rechner ohne Schutzmechanismen exploiten wird es heutzutage im Pendes nicht mehr geben. Und die Reporting-Skills fehlen beim OSCP. Was der OSCP besser macht, als wie alles andere, ist einfach das Thema, sage ich jetzt mal, try harder, sprich, es wird dir nicht geholfen und es wird wirklich verlangt, dass du 24 Stunden am Stück arbeitest. So. Und jetzt hast du mal so, sag jetzt mal, die Basic-Sachen. Aber wovon nie wer spricht, und ich sage es ganz ehrlich, ich bin selbst Pendesting-Unternehmer und ich nehme auch immer wieder Freelancer dazu. Ich habe mich jetzt lange ausgeholt, sorry. Junior Penetration Tester, EJPT. Ja, schau, bei uns im Mentoring bilden wir auch immer wieder Leute für zuerst ein EJPT aus, dann ein EPTP und dann irgendwann mal EPTX. Ja? Und kommt immer darauf an, wie lange Vorerfahrung du hast oder wie viel du schon gemacht hast, dass man dich dahin bringt. Aber Junior Penetration, also kommen wir jetzt mal zu dem Punkt. In meinen Augen ist es so, dass Elon Security und die Pendes Academy, wo wir dann auch mal dazu kommen werden, aber jetzt machen wir mal alle Elon Security Sachen, was relevant sind, bildet einfach auf ultra realistischen Sachen aus. Ja? Ich meine, der Junior Penetration ist, du wartest jetzt Junior, also noch nicht so viel, das stimmt. Aber was mir halt gefällt,
gehen wir es mal kurz durch, was du so an Skills haben sollst, und dann erkläre ich dir viel über das Examen und auch noch, wie du den Kurs und so beziehen kannst. Das Schöne ist, der Voucher kostet 200 US-Dollar. Rechne bitte mit 200 Euro, weil die tun immer irgendwie Evaluated Taxes, also Steuern dazu, dass du in Wahrheit dann irgendwie doch auf 200 Euro landest. So. Genau. TCP, IP, Routing, LAN-Protokolle, Web und so weiter. Also in Wahrheit jetzt mal, fassen wir jetzt kurz, was der eChPT macht oder was er gut kann, ist eigentlich, dass du, sag jetzt mal, Basic Penetration Testing machst, wie wenn du das erste Mal in den Pentest gehst, also Azubi, als Lehrling, wie man bei uns in Österreich sagt. Und der Punkt ist der, du kommst in ein Netzwerk, hast keinen Access und musst dir Routen geben. Klassiker, wenn ich mich jetzt bei einem Social Engineering, Red Teaming Engagement irgendwo anstecke, ich kriege nicht automatisch einen Lease. Ich muss ihn mir selbst geben und muss mir dann selbst die Routen dazu geben. Das musst du hier auch. Der nächste Punkt ist dann, du musst, sag ich jetzt mal, in ja, das kann man argumentieren, Metasploit, und ja, natürlich ist der eChPT nicht so schwer wie der OSCP. Definitiv nicht. Ja, der ePTP, muss ich ganz ehrlich sagen, halt schon. Ja, finde ich schon. Der ePTX ist deutlich schwerer. War jetzt mal beim Junior Penetration Tester. So, und dann ist der Punkt, naja, du musst mit Metasploit zum Beispiel Windows und Linux Rechner übernehmen, musst den Webserver mit einer SQL Injection zum Beispiel übernehmen, musst Cross-Scripting finden, musst diverse Passwörter dumpen und anhand von dem, sei jetzt mal so, beantwortest du Fragen. Es ist jetzt auch ein Multiple-Choice-Test, ja, nur bei dem. Das ist, glaube ich, die einzige Zertifizierung, was sie so anbieten, wo du einen Multiple-Choice-Test hast. Warum? Weil es ein Junior-Level ist. Heißt, du musst noch keinen Report schreiben. Bei allen anderen schon dann. Und das ist dann wirklich hart, weil du musst dann wirklich einen echten guten Report schreiben. So, zurück zum Thema. Was mir gefällt an der Prüfung, ist generell, dass du wirklich einen VPN-Zugang hast und da drinnen dir dann wirklich, sei jetzt mal, die drei Netzwerke sind es, glaube ich, erhacken musst und da drinnen dann Schritt für Schritt, sei jetzt mal, Aufgaben lösen musst, indem du die Maschinen wirklich routest, also übernimmst, komplett bis zum Administrator-Account. Und das finde ich cool. Das finde ich wirklich cool. Und anhand von dem beantwortest du dann die 20 Fragen. Ich glaube, du brauchst 15 richtige, dass du bestehst. Ja. Genau. Wenn mich wer fragt, so, ich habe schon OSCP, dann sage ich, go for it, hast in 10 Sekunden. Nein, gefühlt, ich habe 15 Minuten gebraucht. Ich glaube, du hast 4 Stunden dafür Zeit. Oder, nee, den ganzen Tag hast du dafür Zeit, glaube ich. So. Also, es ist komplett machbar. Ja. Für mich waren es wirklich 15 Minuten. Das, was am längsten gedauert hat, war eigentlich auf Directory Bust auf die Ergebnisse warten. Auf dem NMAP-Scan vom ganzen Netzwerk, dass ich meine Zielhosts, sage jetzt mal, die ganzen Ports enumeriert habe. Das war's. Ja, wie funktioniert es, dass du den Kurs machen kannst? Weil du kannst bei Inland Security, die haben eine Aufsplittung jetzt gemacht, sprich mit INE zusammengearbeitet, ja, und du kannst nur den Voucher kaufen. Was ich Leuten, die einen OSCP haben, definitiv empfehle, du brauchst das Training, ich glaube es. Merk dir nur, lern dir, wie du Routen addest, weil das magst mit beim OSCP gar nicht, ja. Aber ansonsten, ja, wenn du den OSCP geschafft hast, musst du den eChPT auch schaffen, finde ich persönlich. Oder wenn du schon, sagen wir mal, 2, 3 Jahre Erfahrung im Pentesting hast, go for it. Da würde ich keinen, die Schulung nicht unbedingt in Betracht ziehen, außer Typen wie ich, die alle Zertifizierungen, was Pentesting angeht, bei denen machen. Weil, dann weißt du, was dich erwartet. So, gut. Wie kann man es kaufen? Ich weiß jetzt nicht, ob der Preis 100% stimmt oder ob das noch der Black Friday Deal ist, weil, ich sage es ganz ehrlich, ich kann mich noch erinnern, wie es ich gekauft habe, hat es 2000 Euro im Jahr gekostet. 2000 US oder aber umgerechnet auf 2000 Euro dann. Ja. Empfehlung. Bist du komplett neu, dann nimm dir bitte immer Premium. Ja. Warum Premium? Weil dann hast du die ganzen Labs dabei. Dann kannst du die ganzen Übungen nachmachen. Dann hast du noch ein bisschen Spielraum. Und ich sage mal so, ich verspreche, wenn du alle Übungen schaffst, dann solltest du ready für die Prüfung sein. Finde ich persönlich noch mehr als beim OSCP. Beim OSCP, wenn du das ganze Lab geschafft hast, hast du von der Methode, von der Vorgehensweise schon irgendwie den Punkt, sei jetzt mal, dass du vorbereitet bist, aber nicht irgendwie so, dass du sagst, okay, das ist irgendwie deckungsgleich mit der Prüfung. Ich will nicht sagen, hier geben sie dir alles vor der Prüfung. Nein, was sie sagen dir schon, wenn du, das beste Beispiel sind wir beim EPTX, wo ich die Prüfung jetzt auch erst gerade gemacht habe und noch auf Ergebnisse warte, aber eigentlich habe ich das Root Flag, also letzte, der Main Controller Flag gefunden und alle Sachen dazwischen, also von dem her sollte bestanden sein. Aber gut. Der Punkt ist, da ist es auch so, die bringen dir alle nötigen Tools, alle nötigen Exploits und alles bei. Und du musst dann bei der Prüfung wissen, wo du welches Wissen wie abrufen musst. Ja? Das musst du dann schon selbst. Und ja, es ist viel Stress und ja, es ist verdammt schwer. Aber du weißt, was dich erwartet. Und beim OSCP ist es nicht ganz so. Deswegen, sag jetzt mal so, hier wirklich die Empfehlung, wenn du komplett Anfänger bist, nimm das Premium-Abo. Das Geile ist jetzt das, es gibt nur die Möglichkeit, dass du eine Flat hast, sprich, dass du alle Kurse von denen hast. Sprich, wie schaut das dann aus? Ich meine,
Ja, wir können jetzt argumentieren, es gibt Networking, Data Science, Cloud, Development, IT Essentials, die kannst du auch noch anschauen. Wir sind Pentester, wir wollen wahrscheinlich nur Cyber Security. Was wir heute gesprochen haben, der EGPT, das ist der Penetration Testing Student, PTS. Ich finde es geil, Vorsicht, manchmal schmeißt sich aus der Seite einfach raus, muss ich nur einsagen. Ja, keine Ahnung. Wundere dich nicht, ich habe alle Kurse durch, habe dann meistens nie die Flex gesetzt, wenn man zu faul war, dass man es bestanden hat oder gemacht hat. Muss wirklich sagen, habe alle Kurse, was Pentesting gehen, durchgeschaut, einfach für unsere Mentor auch geschaut, okay, wo gibt es noch Mehrwert, den ich über diverse andere Kurse schaffen kann und so weiter und bei uns das Mentoring bringen kann. Und weil ich immer offen und ehrlich reviewen will, ob das Material gut ist. Ich muss ehrlich sagen, wie du siehst, sind in Wahrheit drei Kurse, die da so reingebaut sind in einem Pfad, ja. Das bereitet dich vor. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, aber ja, es sind 70 Stunden. Wenn du das alles durch hast, dann bist du 100% für ein EGPT vorbereitet. Wenn du schon Pentesting-Erfahrung hast, spar das Ganze, das kannst du sicher schon. Ist meine Meinung, ja. Und im Großen und Ganzen, was mir gefällt, sei jetzt mal ganz ehrlich, ich zeige es jetzt nochmal schnell her. Ich habe jetzt nur für ein EGPT, sei jetzt mal den Kurs und alles gekauft, aber ich kann wirklich auch alle anderen Kurse von denen durchschauen, wie du siehst. Und ja, ich muss nur sagen, kurzer Spoiler, was ich jetzt schon gemacht habe bei denen. Ich habe den EGPT, ich habe den Pentest Professional, den werde ich natürlich reviewen am Kanal. Muss ich sagen, ist ein OSCP-Pendant, also ist so ziemlich der gleiche Stoff, aber du musst Pivoting machen und ein bisschen Evasion machen. Deswegen, ich finde ihn persönlich schwieriger als ein OSCP. Aber, sag jetzt mal so, es ist jetzt leichter und schwieriger in einem, weil die Exploitation selbst leichter. Aber das ganze Komplexe, wie du durch ein Netzwerk gehst, viel realistischer, ja, wie in der Praxis. Und deswegen, ja, du darfst Metasploit nutzen. Es hilft dir aber nicht direkt beim Exploiten, sondern dazu, dass du übers Netzwerk pivoten kannst und dass du mit dann zum Beispiel Socket oder mit Windows Internal, sei jetzt mal, dir Port Forwarding aufbaust und dass du das da drüber laufen lassen kannst. Es geht natürlich auch händisch, aber es wird ewig lange dauern. Deswegen ist einfach Metasploit da cool. Genauso SQL Map, ja. Sagen wir so, du kannst mit SQL Map eine SQL Injection exploiten, ohne dass ich jetzt zu viel spoilere. Das Kommando ist von SQL Map so lange und das können die wenigsten so jetzt mal, da musst du schon selbst craften. Ja. Deswegen, ich sag's ganz ehrlich, ich fand ihn richtig cool. Aber da kommt ein eigenes Review. Man muss durchklicken einfach auf Certification und kann dann sagen, was ich gemacht habe. Pentest Extreme will ich noch nichts Genaues sagen, weil abgegeben ist er, ob ich ihn bestanden habe. Ich schätze schon, wenn ich alle Flags und alle Aufgaben erfüllt habe und einen Report geschrieben habe, in der Qualität, wie es ein Kunde bekommt. Kann aber bis zu 30 Tage dauern, bis man Feedback hat. Web-Pentest Extreme habe ich. Geilste Web-Pentesting-Zertifizierung ever. Ich kenne den OSWE. Ich erwarte noch den OSWA. OSWE werde ich nächstes Jahr machen. OSWA wahrscheinlich auch. OSWE gefällt mir sehr gut, weil du auch den Source Code-Teil dabei hast. Und das ist, sag jetzt mal, in meinen Augen viel realistischer als den OSCP. Aber IBPDX, was soll ich dazu sagen? Read IBPDX. Du musst so viele geile Filter Evasion und Server-Side Request Forgeries über Template Injection zur Remote Code Execution, Firewall Bypass Sachen schreiben. Selber gilt für Template Injection, Java Deserialization und so weiter. Das ist einfach mega. Also wirklich so voll komplex. Du denkst dir, okay, es ist nur eine Website und dann gehst du über die Website und greifst das interne Netzwerk an und holst dadurch wieder Reverse Shells über die Firewall drüber. Und das ist einfach was, was ultra realistisch ist und ultra, wie soll ich sagen, fordern ist. Das war wirklich die schwerste Web-Pentesting-Zertifizierung, was ich je gesehen habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, Junior Penetration, das haben wir schon gesagt. ECXD, der Certified Expert Developer. So, jetzt kommen wir zum Punkt, was ich kurz vorne wegspoilern will. Der kommt nicht morgen dran. Sie sagen, der ist für Novizen, also für Anfänger. Ich sage es ganz ehrlich, es war bisher die schwerste Zertifizierung, was ich gemacht habe, im Vergleich zu allen anderen, weil du musst es wirklich bei Linux und Windows. Da jetzt mal eigene Robchain schreiben. Bei mir ist es nicht ein Robber, ein Mono oder irgendwas gegangen, sondern ich habe das händisch schreiben müssen. Es gibt keine Templates wie jetzt zum Beispiel im OSDB für den Buffer-Overflow, sondern du musst das alles händisch schreiben. Und dann bist du noch über RDP auf einer Maschine, das heißt, du kannst auch nicht deine eigenen Sachen rüber kopieren, das ist geblockt. Ja. Du hast dann, glaube ich, einen Olli-Debug. Sprich, das bringt dir nicht viel mit Debuggen. Der wäre der Immunity-Debugger mit Mono viel cooler gewesen. Aber für mich war es halt so, wie soll ich sagen, das Skills. Die ganzen Exploits zu schreiben für Linux 32 und 64-Bit plus Windows 32 und 64-Bit plus DB-Bypass, NoExecutableStackBypass und so weiter. Das habe ich schon lange besessen, das Case. Das Problem war, alles komplett ohne irgendwelche Tools zu machen. Das hat mich dann, ich weiß nicht, ob es ein Bug bei mir war, sage ich ganz ehrlich, aber
Das hat mich dann schon, ja, 3 Tage von den 7 Tagen, was man da, glaube ich, Zeit hat, wirklich sitzen lassen. Ich habe bestanden beim ersten Versuch, aber es war heavy. E-Mapped, der Mobile Pentester. Ja, was soll man da kurz dazu sagen? Prüfung leider nur Android. Der Stoff dahinter war Android und iOS. Mega realistisch, Schock ohne Weg. Bis jetzt alle aus dem VGPT. Schreibst du einen perfekten Pentesting-Report noch dazu, dass du bestehst. E-Mapped, schreibst du keinen Report, sondern schreibst jetzt eine Android-App, die die Expert-Chain, also mehrere Experts nach der Reihe, automatisiert ausnutzt. Ja, und das hat mir auch gefallen, weil dann hast du auch diesen Consulting-Mehrwert, sag ich jetzt mal. Ja, IWPT, Web-Pentester Professional, sagen wir mal so, Niveau circa ein OSCP von der Schwierigkeit, nur webbasiert halt. Ja, SOAP musst du können und wir werden eh drauf drüber gehen. Ich finde es persönlich super für alle, was Web-Pentester werden wollen. Ja, würde ich sagen, go for it. Ja, nach dem IGPT geht dahin. So, von den blauen mache ich persönlich nur zwei. Weil mich interessiert es nicht direkt jetzt, Malware-Analyse zu machen, Threat Hunting und so weiter oder Incident Response. Das ist ja nicht mein Job. Aber CRE, der Certified Reverse Engineer, den mache ich hoffentlich vor Weihnachten. ECDFP, der Forensics Professional, mache ich, weil ich früher beim Bundeskriminalamt gearbeitet habe. Die zwei review ich euch dann auch noch. Was ich dazu sagen muss, ECDFP hatte ich einen Bug. Und zwar habe ich die Prüfung beim ersten Mal nicht bestanden, komischerweise, obwohl ich gewusst habe, die Fragen waren richtig. Und beim zweiten Mal, obwohl ich dann wirklich alles 100% rausgearbeitet habe, wirklich 100%, habe ich den gleichen Wert wie beim ersten Mal gekommen. Dann habe ich mir noch einen Voucher gekauft, weil du hast immer einen Ersatz-Voucher, habe noch mehr Arbeit reingesteckt und nochmal wirklich alles reviewed, ob es passt, und habe wieder ein drittes Mal den gleichen Prozentsatz bekommen und nicht bestanden. Und da habe ich mit denen geschrieben, das kann nicht sein, dass ich immer nur 19 Fragen von 30 beantworte. Ich habe ihnen schon Screenshots geschickt mit, aber da schau, die Frage fragt das und das. Ich habe hier da in meinem Forensic-Tool genau das stehen, was ihr fragt, und das ist die richtige Antwort. Ich habe so trotzdem was falsch angehört bekommen. Und da war dann das Feedback, ich soll jetzt pausieren. Sie müssen sich anschauen, das ist definitiv was falsch mit dem System dahinter. Ja, hätte beim ersten Mal wahrscheinlich schon bestanden. Verdammt, aber ist egal. Okay, es waren nur 400 US-Dollar, die ich jetzt nochmal extra gezahlt habe. Es ist okay. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen, ich hätte euch gerne schon das Review gegeben, aber ich möchte immer ehrlich sein, erst wenn ich die Zertifizierung habe, gebe es Review oder so wie es beim OSCP ist, 4 Jahre her, ich möchte jetzt doch noch einen neuen nochmal machen und dann über einen neuen reden. Weil es wäre unfair, wenn ich jetzt von 2018 rede. Ganz ehrlich. Sorry. Da mache ich lieber im Jänner dann das Update und zeige ich dann im Jänner, wenn ich ihn hoffentlich bestanden habe wieder, sag jetzt mal, was sich geändert hat. Finde ich persönlich viel besser. Ja. Was kann ich noch als kleinen Spoiler geben? Die gibt es nicht mehr. Das sind ja in Wahrheit ersetzt worden durch die neuen Pakete. Ich persönlich bin auch auf der Pentester Academy gerade in 3 Kurse eingeschrieben. Es gibt nur 3 von denen, und zwar unter Bootcamps. Und das kann ich empfehlen, muss aber ehrlich sagen, du musst dir überlegen, brauche ich es oder brauche ich es nicht. Und zwar, ich habe mich eingeschrieben im Asia AD Attacks, also das ist in Wahrheit Red Teaming. Sie sagen mir Red Teaming. Stell dir unter Red Teaming einfach nur Active Directory Pentesting vor. In deren Sinne, ja. Es gibt den Active Directory Beginner. Das ist witzig. Der Kurs heißt Beginner. Du bist nachher Professional. Und die Prüfung ist fast so schwer wie ein EPTX. Also nicht ganz so schwer. Schon leicht, aber so, dass du es nur vorstellen kannst. Also das ist wirklich relativ cool. Und dann gibt es noch einen Advanced Kurs. Das ist der CRTE, der Red Teaming Expert. Die zwei mache ich. Leider ist es so, dass der Red Teaming Expert nur mehr auf On Demand umgestellt worden ist. Die anderen, also der Asia Active Directory, den was ich auch mache, da muss ich sagen, das ist für mich noch relativ neues Wissen, weil da muss man ehrlich sein, das ist ein Wissen, Asia ID Pentesting, ja, viele Quellen gibt es nicht. Asia ID ist relativ neu und es steigen gerade viele von On-Premise-Lösungen auf die Cloud um. Deswegen, da kann ich noch nicht viel reviewen. Hingegen, CRPT und CRPTE, ja, oder wie die heißen, ja, die beiden, der Red Teaming Professional und Expert, da kann ich vieles dazu sagen, ist in Wahrheit wieder EPTX plus ein bisschen mehr. Sei jetzt mal, wie du den Bypass machst, dass du eine initiale Partial spawnen kannst, aber deutlich weniger Evasion-Techniken und deutlich weniger, sei jetzt mal, Rechner. Da hast du 5 pro Exam circa. Beim EPTX, ich müsste lügen, aber ich glaube, 11 Rechner habe ich, glaube ich, übernommen. Ich bin mir nicht 100% sicher, das ist mir schon ein bisschen her, aber 11 Rechner, glaube ich. Und dann bin ich erst zum Domain-Controller gekommen. Und das war durch einen Forest, sprich, dass du mehrere Active Directories hast. So zu viel spoilere ich jetzt nicht, da kommt ja eh noch ein eigenes Review. Aber es war wirklich viel. Und ich war wirklich, wirklich oft an der Verzweiflung. Habe sehr oft mit einem guten Freund, Harald, geschrieben, der auch
das Examen gerade angeht und auch gerade die Prüfung macht. Wir haben sehr viel hin und her geschrieben, so, what the fuck ist jetzt los und wie macht man das? Weil das ist wirklich schwieriger als die Realität gewesen, finde ich. Also, es sind super realistische Sachen, aber es ist schon schwieriger, als wie du es meistens in der Realität hast beim EPTX. Die beiden, super. Ich weiß von zwei Freunden, die schon bestanden haben. Ich hoffe, dass ich nächste Woche antreten darf. Weil eigentlich glaube ich bin mir nicht sicher, muss man zuerst den Kurs abgeschlossen haben. Der Kurs endet aber erst am 20.12. Ja, das ist immer sonntags oder freitags oder samstags, je nachdem, welchen von den drei du nimmst. So. Und deswegen, ich musste mal fragen, ob ich schon früher antreten darf, weil ich es schon habe. Schauen wir mal. Ja, das wollte ich mal kurz als Ausblick geben. Was ich noch als Ausblick gebe, das zählt dann erst wirklich für nächstes Jahr. Ich werde mir den Learn One kaufen, sprich von Offensive Security den über drüber All-in-One-Kurs, so ich glaube, überall geht das. Und der kostet 5000 irgendwas Euro, ist mir relativ egal. So, schau mal. So, mal Start Re Registration, vielleicht sehen wir das irgendwo. Nee. Ja, muss ich so Zertifizierungen machen. Weil was ich sagen will, ich will euch wirklich für Jung eigentlich, sag jetzt mal, alle Zertifizierungen, so, wie geht das? Ich glaube, ich, ist egal, ich gehe irgendwo hier hin und dann glaube ich, habe ich lernen wollen. Ja, ist für mich auch neu. Also ich bin hier bei OSCP eingestiegen, wo es noch den Jutta-Kasten PWB, glaube ich, Penetration Testing mit Black, im Wahl Black, nicht Blackbox, was wollte ich sagen, Backtrack, mit Backtrack. Also vor Kali noch. So, okay, das geht jetzt nicht mehr, wie ich es möchte, oder wie? Nee, was ich dir zeigen wollte, gibt es irgendwie nicht mehr. Na gut. Es gibt irgendwie die Möglichkeit, so jetzt mal alle Cookies erlauben, dass du dich registrierst und dass du alle Kurse machen darfst, außer OSW. Das heißt, Plan 200 kann ich noch nicht viel sagen, weil ich habe den auch gemacht, wie PWB war und dann ein OSCP paar Mal reviewed, aber das ist schon ewig lange her. Das ist der OSCP. OSCP weiß ich, hat sich nichts geändert, den habe ich auch. Bin ein bisschen enttäuscht, weil es sehr viele WEP-Angriffe sind. Pen 300, das ist der OSCP. Den werde ich nächstes Jahr für euch reviewen und natürlich machen. Und erst reviewen, wenn ich ihn bestanden habe, muss ich ganz ehrlich sagen. OSWA ist dann auch dabei. Und das Coole ist, du hast wirklich, wenn du die 5500 US-Dollar ausgibst, hast du wirklich ein ganzes Jahr Zeit, dass du so viele Antritte wie möglich, wie du willst, bei ihnen von den Zertifizierungen machen kannst. OSW werde ich natürlich angehen und dann beim Expert Development werde ich noch den OSED angehen. Den mit Mac will ich angehen, aber ich kann mir nichts darunter vorstellen, weil ich bin eigentlich Mac Power User und habe viel Mac auch gependelt. Aber was die großartig sei jetzt mal ja in Richtung Bypassing machen wollen, weil ich weiß, dass da relativ wenig Möglichkeiten gibt, weil ich das eigentlich sehr oft gemacht habe. Und ich kann noch nichts sagen, weil das ist der einzige Kurs, wo ich keinen Freund habe, der drinnen ist und das gemacht hat, sage ich ganz ehrlich, weil er auch brandneu ist. Und den OSEE kann man leider nicht dort machen. Da musst du wieder auf die Black Hat fahren. Aber ich review euch hoffentlich nächstes Jahr alle. Ob ich den Security Operations and Defensive Analysis aus dem SOC 200 mache, weiß ich nicht. Ich komme nicht aus dem SOC-Team, ich bin Pentester und will mich auf Pentesting spezifizieren, sage ich ganz ehrlich. Genau. Was ich euch auch noch schnell zeige, und sorry, dass es jetzt schon länger dauert, aber ich will ja immer auch von der ehrlichen Transparenz sein. Ich mache jetzt bei Easy Council, da hat der Peter mir letztes Mal so ein geiles Ding geschickt, wo man wirklich sieht, was der Pfad ist, aber ich mache gerade eigentlich relativ simpel den, wo haben wir so ein CEH und den CEH Master. Also, wo haben wir da Ethical Hacking? CH und CEH Master. CH plus CH Practical gibt den CEH Master. Das mache ich jetzt gerade als erstes. Bei denen und dann hätte ich vor diesen ECSA, keine Ahnung, wo der schon wieder ist. Ja, ich fühle mich auf der Seite nicht zurecht. ECSA von denen ist eigentlich der nächste Schritt, was du magst, und dann hinten nach kommt irgendwann das CPAND bzw. LPT, was dasselbe ist. Ja, nur dass du halt da mehr bestehen musst im CPAND, dass LPT wird. Habe ich auch noch vor, weiß ich noch nicht wann. Also. CH, CH Practical, ja, weil wir es bei unserer FH brauchen fürs, also ich soll die Leute dann dort ausbilden. ECSA, weil es einfach die Steigerung davon ist. Weil ich so weiß, das schaffe ich noch dieses Jahr oder sollte dieses Jahr machbar sein. CPAND und LPT, ich sag's ganz ehrlich, ich habe das letzte Monat nur dem gewidmet, dass ich Zertifizierungen mache. Ich war 24/7 nur am Zertifizierungen machen, plus nebenbei Pentesten, plus nebenbei Schulungen halten, plus nebenbei unser Mentoring weiter betreuen. Also ich war, sagen wir es so, ein bisschen sehr überlastet. Und deswegen kommt noch das. Irgendwann habe ich auf meiner Liste auch noch Sans stehen, also von Sans den G-Pand. Und irgendwann habe ich auf meiner Liste auch noch den C-Sharp
Stehen. Ich weiß, das ist dann eigentlich Pentesting, CISP, warum brauchst du es, brauchst du nicht, aber ist es, was ich möchte. Ich hoffe, wenn ich euch überall den ganzen Stoff so zeigen kann und euch helfen kann, sei jetzt mal dem einen oder anderen die Zertifizierung zu schaffen, dass es ein Mehrwert ist, wo ihr stolz seid, wo ihr glücklich seid und was ein gutes Weihnachtsgeschenk ist für den Adventskalender. Ich habe mir echt Mühe gegeben. Ich wollte eigentlich, bin ein bisschen enttäuscht, sei jetzt mal alle Zertifizierungen von Elon Security schaffen, auch in ECRE noch vorher, noch vor Dezember auch. Die Sache mit Easy Council und dem Pentest Plus, ich muss ehrlich sein, soweit spoilere ich schon, online Pearson VUE nur Probleme gehabt. Beim Pentest Plus angetreten, Programm freezt, ich kann nichts machen. Ich sage mal so, ich weiß, dass ich ihn bestanden hätte, weil komm, das sind nicht schwere Fragen. Ja, jetzt habe ich einen Exam Retake kostenlos bekommen nach 37 Tagen hin und her schreiben. Jetzt trete ich morgen an. Mal schauen. Das nächste ist CH. Dass wir den Gutschein kaufen können haben und auch für den ECSA und auch für den Pentest, sorry, für den CH Practical, hat unsere Fachhochschule ungefähr wirklich jetzt 40 Tage gebraucht. Nicht die FH selbst, sondern mit der Kommunikation mit denen, weil irgendwas mit der Buchhaltung nicht gestimmt hat. Oh, und da hätte noch das richtig reingetragen gehört und so. Und die haben Formulare, weil wir sie über die Scholar-Accounts machen, dass wir es nur für 100 US-Dollar kriegen, statt den ganzen Kurs für 6000 irgendwas, da kriegen wir alles für 100 US-Dollar. Und das ist halt der Punkt. Ich will ja nachher dann, wenn ich das habe, all unseren Studenten die Möglichkeit geben, dass sie das wirklich nur für die 100 US-Dollar machen können und wir sie vorbereiten können, weil es ja anerkannte wichtige Zertifizierungen sind in unserer Branche. Und da muss ich ehrlich sagen, ich gehe jetzt gerade gemeinsam mit Simon, da muss ich mich bedanken, mein Studiengangsleiter, den Weg, dass wir wirklich das Harte jetzt mal abfedern, sei jetzt mal und ja, relativ schwierig an die ersten Voucher, an die ersten Sachen kommen, sobald wir zertifiziert sind und sobald das passt, sei jetzt mal, wird es wahrscheinlich kein Problem sein. Da kann man innerhalb von ein paar Tagen immer Studenten da reinbringen und die Zertifizierungsprüfung machen lassen. Ja, da arbeite ich hin und ich will eigentlich nur sagen, ich wünsche euch jetzt einen schönen Advent. Ja, die nächsten 24 Tage inklusive heute. Bitte viel Spaß, viel Erfolg, lasst euch entertainen. Ja, wer bei uns ins Mentoring kommen will, ich wiederhole es nochmal gerne: minus 40%, wenn du sofort zahlst und minus 30%, wenn du erst im Januar zahlen müsst, in der ersten Januarwoche. Ist kein Problem. Der, auch derjenige, der minus 30% im Jänner dann jetzt zahlt, der hat natürlich auch sofort den Zugang, weil wir vertrauen viel. Bei uns ist alles auf Vertrauen. Deswegen gibt es ein Bewerbungsgespräch bei uns. Sprich, du bewirbst dich bei uns, kommst in ein 30-minütiges kostenloses Bewerbungsberatungsgespräch. Da geht es nicht darum, dir das zu verkaufen. Da geht es darum, passen wir zusammen. Was sind deine Ziele? Was sind deine Erwartungen? Können wir die erfüllen? Ja? Und dann aber auch gleichzeitig, sei jetzt mal so, beiderseits, also versteht man sich gut. Und ist eine Transparenz, wenn die nicht gegeben ist, sei jetzt mal ganz ehrlich, wir sind nicht geldfixiert, wir sind leistungsfixiert. Wirklich jetzt, ja. Muss ich ganz ehrlich sagen, unser Projekt ist teuer. Unser Projekt, sei jetzt mal so, macht mir die meiste Freude, weil wir Leuten helfen, professionelle Pentester zu werden, sie auf Zertifizierung vorbereiten und so weiter. Deswegen keine Scheu, auch wenn es nicht passt, bist wenigstens in ein kostenloses Beratungsgespräch angekommen und hast hoffentlich den Mehrwert, dass du zwar weißt, was sind deine nächsten Schritte, welche Zertifizierung soll ich angehen. Wo finde ich gute Pentesting-Jobs, was auch immer, oder wie mache ich mich selbstständig als Penetration-Tester? Das haben wir auch. Also, sprich, das ist dann so eine Art, wie soll man sagen, die Selbstständigen können zu uns auch kommen, die was sie selbstständig machen wollen. Und da gibt es, was wir dann im Jänner launchen, noch, also jetzt mal so zu unserem Mentoring, eine Art reines Mentoring für Business. Also, sprich, das kommt noch oben drauf dann, wenn man möchte. Ja, ich glaube, ich habe genug gesagt. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine schöne Adventszeit und freue mich richtig tierisch, dass ich euch jetzt die nächsten 24 Tage unterhalten kann und euch Mehrwert schaffen kann. Haut rein, bis morgen, euer Daniel.